Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu DSA, das schwarze Auge Demonicon. In diesem Let's Play präsentiere ich euch das neueste schwarze Auge Spiel, was es im Moment gibt. Es kommt demnächst noch Blackguards, das ist ein Strategiespiel, und hier handelt es sich um ein reines Actionspiel. Was ist der Hintergrund des Ganzen? Wenn ihr DSA bereits kennt aus Spielen wie Drakensang oder der Nordland-Trilogie, dann kennt ihr es als, ja, als fantastisches Abenteuerland, was mit einem etwas märchenhaften Stil hat. Kritiker des Rollenspiels nennen das Ganze Hotzenplotzigkeit, weil es einfach ein wenig zu sehr die heile Welt widerspiegelt. Ich persönlich liebe Aventurien, ich mag das Flair total, diesen Mittelalter-Touch, den es hat. Und hier bei Demonicon ist aber alles ein wenig anders, denn es gibt die Schattenlande. Vor vielen inneraventurischen Jahren, schon über 20 glaube ich, hat der Dämonenmeister Borberat einen Teil der freien Welt erobert, und dämonische Kreaturen haben dort seither gelebt, und ein unheiliges Wesen, das sich die vielleibige Bestie nannte, hat das ganze Land verheert, und Untote laufen frei herum. Die Leute, die von Borberadianen besetzt worden waren, beten inzwischen Dämonen wie auch Götter an, und es gibt eine kleine freie Stadt namens Varunk, die erst vor kurzem durch ein göttliches Wunder befreit wurde, und dort findet unser Spiel statt. Und der Charakter des Spiels ist ja selbst ein, hat einen vielleicht etwas zwielichtigen Hintergrund und ist auch nicht unbedingt der pure Held, sondern mehr eine Art Anti-Held. Dazu jedoch später mehr. Wir gehen einfach auf neues Spiel starten und dann kann's losgehen. Schwierigkeitsgrad, ja, normal tut's erstmal. So, brauchen einen kleinen Moment zum Laden, normalerweise immer so. Und hier im Ladebildschirm werden einem immer so ein paar Tipps gegeben für das Spiel, was man machen kann. Denn das hat ein Talentsteigerungssystem, man kann seine Kampfwerte verbessern, alles Mögliche. Trotzdem, die Steuerung ist am einfachsten über Xbox-Controller, denn es ist ein sehr actionreiches Spiel. Und als erstes werden wir jetzt gleich einen Trailer sehen, einen Vorspann, der uns die Hintergrundgeschichte des Ganzen ein wenig näher bringt und auch aventurische Geschichte ein wenig zeigt. Und jetzt hängt es ganz kurz. Ich werde auf jeden Fall versuchen, mit meinem Aventurienwissen, so ich es denn habe. Ah ja. Na, irgendwie will das hier noch nicht so. Genau. Im Namen Sankt Borberats, seines verbotenen Wissens und seiner göttlichen Macht. Dies ist der Tag des ersten Paladins. Von heute an wird Blut aus Blut erweckt. Ich sehe schon. Freiheit aus Schmerz, Macht aus Willen. Jeder Mensch ein Magier. Ihr seht schon, der Hintergrund ist wirklich ernst. Auf diesen Altären entbiete ich meinen Tribut. Fleisch, das ungeboren. Reine Seelen ohne Fehl. Im Namen des ewigen Barbarat. Arthur Kiorum Zulgaroth, Ob Zeraminia, Ides Rapin Zulgaroth. Fast zwei Jahrzehnte ist es her, dass Borberat den Osten Aventuriens mit Untod und Verderbnis überzog. Wer kämpfte, wurde besiegt. Wer aufgab, wurde selbst zum Schuften. Nur wer floh, entkam dem endlosen Heerwurm, in dem die Toten von Schlachtfeld zu Schlachtfeld marschierten. Etwas Herr der Ringe schauen. Aber trotzdem gut gemacht. Hier ist eine Szene aus den sieben Gezeichneten. Die dritte Dämonenschlacht. Am Wall des Todes fiel Borberat. Die Dämonenkrone, das Symbol seiner Herrschaft, zerbarst unter der Götterklinge Siebenstreich. In den Trümmern von Borberats Reich entstanden die verfluchten Schattenlande.
Grausame Kriegsherren kämpften um die Herrschaft und brachten den Menschen Schlimmeres als nur den Tod. Auch wir sind geflohen. Euer ganzes Leben lang. Geflohen, bis die Ritter der Kriegsgöttin Rondra die Stadt Varung befreiten. Hier könnten wir leben, endlich Frieden finden. Chiron, wir dürfen nicht scheitern. Und Chiron, das ist unser Spielcharakter. Der aber selbst in der Welt groß geworden ist, in den letzten 20 Jahren nämlich, indem es eben nur Dämonen gab und... Sie ist hierher gerannt. Mehr weiß ich auch nicht. Ich schätze, die Heiratspläne deines Vaters haben ihr nicht gepasst. Meine Familie geht dich einen Dreck an. Schon gut, schon gut. Ich misch mich nicht ein. Darf ich jetzt gehen? Noch nicht. Das Tor da, wohin führt es? Tiefer in den Molchenberg. Mehr weiß ich auch nicht. Hab mich nie tiefer reingetraut. Wir holen sie raus. Dieses Tor ist nicht ohne Grund verschlossen. Der Molchenberg ist voller Gefahren und finsterer Geheimnisse. Die Untoten sind doch das Harmloseste da drin. Wolfsechsen, Dämonide. Bei der dunklen Mutter, deine Schwester ist vielleicht schon tot. Ich werde reingehen und ich werde wieder rauskommen. Mit ihr. Und du kannst jetzt gehen. Ja, also wir sind Chiron, der Sohn des Erzählers. Und wir suchen seine Schwester im Molchenberg. Der Molchenberg ist ein Berg in der befreiten Stadt Varung, in dessen Tiefen schon vor Urzeiten einem Verlies, ein Dungeon drin war, von dem so keiner so richtig weiß, woher er stammt. Auf jeden Fall, in dem früher finstere Magie gewirkt worden ist. Und jetzt seht ihr den Stil des Spiels so langsam. Es wird hier gleich richtig Action geben. Ich hätte normalerweise die Möglichkeit, jetzt schon drei magische Waffen auszuwählen, die ich, weil ich die Limited Edition von dem Spiel gekauft habe, halt da als Freischaltcode hatte. Ich werde das nicht tun, sondern ich werde es komplett durchspielen, so als hätte man die normale Edition. Also, schauen wir mal tief in den Molchenberg hinein. So, die Gegner kommen, schaltet man automatisch in die Kampfsicht. Ich kann mit dem Controller eigentlich ziemlich präzise Kämpfe ausführen. Unten seht ihr die Lebensenergie, die ich verloren habe. Ich habe natürlich noch keine besonders gute Waffe oder Rüstung. Und da ist der Vater. Schnell wie der Blitz. Und genauso töricht wie deine Schwester. Ich habe vom Besten gelernt. Irgendwann wird dich dein Übermut noch umbringen. Ach komm, Vater. Im schlimmsten Fall wäre ich auf ihren Gedärmen ausgerutscht. Genug jetzt. Wir sind hier, um Kalandra zu finden. Die Schwester. Jemand muss sie zur Vernunft bringen. Vernunft? Du zwingst sie zu dieser Heirat und verlangst dann Vernunft? An ihrer Stelle wäre ich auch abgehauen. Du hältst es also für richtig, dass sie einfach wegläuft? Dass sie mit ihrer Selbstsucht eure Zukunft riskiert? Sie trägt Verantwortung. Das muss sie begreifen. Unsere Zukunft. Kalandra heiratet Falk von Arivor und alles wird gut. Wir werden anständige Varunker Bürger und leben glücklich in Frieden und Wohlstand bis ans Ende unserer Tage. Deine Schwester bedeutet mir genauso viel wie dir. Das weißt du. Darum müssen wir sie finden, bevor es zu spät ist. DSA-typisch kann man hier natürlich sowohl seine Meinung äußern, als auch nach mehr Informationen fragen, vertiefen. Und das mache ich auch, damit ihr auch einiges über Aventurien hier vielleicht lernt oder das Spiel, alles, was ich vielleicht nicht weiß oder... jedenfalls werde ich dazu sicherlich hier und da nochmal was sagen. Wenn euch das Vertiefen zu sehr nervt, dann sagt es, dann werde ich das in Zukunft nicht machen, sondern nur die oberflächlichen Fragen stellen, aber einige müssen immer gestellt werden. Fragen wir nach Varung. Wir haben es bis jetzt auch gut zu dritt geschafft. Varung ist mehr als das Flüchtlingslager, in das wir eingepfercht sind. Ein Lichtfleck inmitten der Finsternis. Die einzige freie Stadt in den Schattenlanden. Wenn wir zusammenhalten, hat unsere Flucht hier ein Ende. Keine vereisten Landstraßen mehr, nie wieder Nachtwache, keine Angriffe von Dämoniden und keine stinkenden Verstecke voller Leichen. Es ist schon viel, wenn nur ein Teil davon wahr wird. Ein schöner Traum. Dämoniden sind übrigens Mischwesen aus fleischlichen Kreaturen, die Dämonen
in sich tragen oder Teile von dämonischer Essenz. Warum ist sie ausgerechnet hierher gekommen? Der Molchenberg ist mehr als eine einfache Höhle. Diese Kavernen können einen zu uralten Geheimnissen führen. Die Laboratorien des Fair Drodont, die Fundamente der Goldenen Pyramide, von wo der untote Drache Rassasor herrschte. Untote und schwarze Magie. Davon hatten die Warunker in den letzten Jahren wirklich genug. Kein Wunder, dass sie diesen Ort meiden. Ein ideales Versteck für jemanden, der keine Angst vor den Kreaturen hat, die an diesem Ort lauern. Tja, wer mag das wohl sein? Aber die Zwangshochzeit passt uns nicht, und deswegen... Kalandra kennt diesen Falk nicht. Sie wird ihn nur heiraten, um uns zu helfen. Falk von Arivor ist eine gute Partie. Er ist ein Ritter der Kriegsgöttin Rondra. Und weiter? Als Warunk befreit wurde, hat er an vorderster Front gekämpft. Wenn jemand Kalandra beschützen kann, dann er. Kalandra kann auf sich selbst aufpassen. Und wie sagst du immer, Helden haben eine kurze Lebenserwartung. Diese Heirat ermöglicht uns das Bleiberecht in Warunk. Das ist es, was zählt. Außerdem kennst du doch deine Schwester. Über kurz oder lang frisst dieser Rondrianer ihr aus der Hand. Gehen wir mal zurück. Ja. Hat er recht oder ist es ihre Entscheidung? Ich finde, es ist ihre Entscheidung. Kalandra hat ihren eigenen Kopf. Sie würde sich eher nackt auf den Marktplatz stellen, als sich auf diese Hochzeit einzulassen. Ein stures, freiheitsliebendes Mädchen. Genauso stur wie du. Du meinst, weil ich nicht wie ein Krüppel behandelt werden will. Nett von dir. Aber genau das passiert, wenn man Kämpfe führt, die nicht zu gewinnen sind. Willst du, dass deine Schwester auch so endet? Nein. Also, hör mir gut zu. Kalandra geht es um mehr als ein Versteck. Sie weiß, dass wir sie suchen und zurück zu Falk bringen werden. Deswegen ist sie nicht alleine hergekommen. Sag nicht, dass sie mit einem Mann hier ist. Falk will eine unberührte Braut. Das weiß sie. Du musst dich irren. Kalandra hätte mir von einem Verehrer erzählt. Ein paar Leute im Lager haben sie heute Nacht mit ihm gesehen. Ein Mann wie ein Riese mit dem Gang eines Raubtiers. Und dabei nicht mal hässlich. Sie hätte auch schlechter wählen können. Das Feine sein mag. Wenn Falk so auf ihre Jungfräulichkeit versessen ist, beweist das nur, dass er sie nicht wirklich liebt. Wer redet hier von Liebe? Selbst wenn er das persönlich anders sieht. Die Rondra-Kirche kann sich kein Gerede unter den Warunkern leisten. Eine Hochzeit wäre unter diesen Umständen unvorstellbar. Die Rondrianer haben sehr strenge Vorstellungen von Ehre und Treue. Warum sollte es bei Falk anders sein? Die Lags, die ihr ab und zu seht, das liegt, glaube ich, eher daran, dass neben dem Rechner jetzt noch mein Aufnahmeprogramm läuft. Normal lag das nicht so sehr. Warum sollte sie sich für ihre erste Nacht ausgerechnet den Molchenberg aussuchen? Gute Frage. Ich kann mir angenehmere Orte vorstellen. Was weiß denn ich, was in ihrem Kopf vorgeht? Ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich ihre erste Nacht mit einem Mann wäre. Ich weiß es. Och, wenn ich mich frage, was es ihn angeht, wenn es sich um seine Schwester dreht. Aber da steckt wohl mehr dahinter zwischen den beiden. Wenn er sie anfasst, schlage ich ihn in Stücke. Der Beschützerinstinkt des großen Bruders. Kein Blut vergießen, kein Blut vermischen. Das ist Familie. Hast du uns hier lang genug eingebläut und bis heute nicht erklärt, was das genau bedeutet. Ich hatte meine Gründe. Glaub es einfach. Die Zeit läuft uns davon. Ich gehe los. Du bleibst hier und du... Ja, warte draußen und halt mir den Rücken frei. Sei bei deiner Suche vorsichtig. Die Warunker sagen, dass hier nicht nur Echsen und Untote unterwegs sind. Von diesen schwarzen Schergen habe ich gehört. Noch ein dunkler Schrecken für meine Liste. Geh ihm aus dem Weg. Er ist tödlich und du bist allein. Finde Kalandra und bring sie zurück. Ich werde draußen warten. Und egal was passiert oder wie verletzt Kalandra auch immer sein mag, vermischt nicht euer Blut. Was meint er damit wohl? Es ist bis jetzt nicht passiert und es wird dieses Mal auch nicht passieren. Vermischen dürfen? Nun denn, wir werden sehen. Eine entscheidende Sache an diesem Spiel ist, was es von anderen Heldenspielen oder DSA-Spielen unterscheidet, dass man wirklich, ja, eine neue Waffe. Kupferprügel.
Wir haben eine schartige, rostige Klinge und könnten jetzt für 3 Trefferpunkte statt 2 Trefferpunkten hier den Kupferprügel ausrüsten. Das wäre eine Hiebwaffe. Also man kann tatsächlich hier oben wählen zwischen 2 Waffen. Achso, ne, falscher Bildschirm, zeige ich euch gleich. Also hier ist die Ausrüstung, die wir haben. Bisher ist das noch nicht viel. Und hier in der Charakterverwaltung kann man wählen und steigern zwischen Hiebwaffentalent und dem Klingenwaffentalent. Ich persönlich bevorzuge eigentlich eher immer Klingenwaffen, weil die sind schneller, machen zwar weniger Schaden, aber sind einfach schneller, man kann sich fließender bewegen. Ja, sagt mir mal, was ihr gerne sehen wollt. Soll ich mich mehr auf Hiebwaffen oder mehr auf Klingenwaffen konzentrieren? Jetzt benutze ich erstmal die Hiebwaffe, um es zu zeigen. Ja, noch eins. Was, wie gesagt, dieses Spiel von anderen DSA-Spielen unterscheidet, ist diese, dass es wenig Schwarz-Weiß gibt, sondern auch sehr viel Grau. Also der Held ist nicht unbedingt immer ein Held und oftmals wird man in diesem Spiel vor Entscheidungen gezwungen, wie man weiter vorgehen will. Und da möchte ich von euch gerne wissen, wie soll ich grundsätzlich vorgehen? Eher egoistisch und auf meine Vorteile bedacht oder eher ritterlich heldenhaft? Während ich hier die Echsen kurz verkloppe, die können jetzt nicht wirklich gefährlich werden. Da kommen schon die nächsten hervorgeploppt. Die Performance des Spiels ist gerade wahrscheinlich alles voll aufgerissen von der Grafik. Mit dem Aufnahmeprogramm dazu nicht besonders doll. Das werde ich fürs nächste Mal vielleicht noch etwas verstehen. Ihr seht auch diese Zahlen, die sich da sammeln. Also man kann Kombos schlagen, man wird dann immer besser. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Mit dem Blut des Toten hat jemand einige Runen gemalt. Freiheit durch Schmerz. Ein Schwur, eine Zauberformel vielleicht? Wer weiß. Ja, ihr müsst mir also sagen, wie soll ich vorgehen? Soll ich eher unheldenhaft und eher auf meine Vorteile bedacht sein? Oder soll ich mich wie ein Ritter benehmen und immer für das Gute eintreten und weniger auf meine eigenen Vorteile bedacht sein? Soll ich hier und da eher den Verbrecher raushängen lassen oder immer gut walten lassen? In solchen Entscheidungen, vor solchen Entscheidungen wird man hier öfter gestellt. Zum Beispiel auch, man könnte eine Gefahr abwenden, das kostet aber vielen Unschuldigen vielleicht das Leben. Soll ich dann eher die Gefahr abwenden oder die Unschuldigen retten? Solche Sachen, das müsst ihr mir bitte mal bis zum nächsten Mal schreiben. Macht durch Willen heißt es hier in der gleichen Handschrift. Irgendjemand hat seltsame Kunstvorstellungen. Und da kommt schon der nächste. Spielprinzipien kann man sagen, ist das Spiel jetzt nicht unbedingt was besonders aufregend Neues. Es gibt Kämpfe, die eigentlich fast immer ähnlich oder gleich ablaufen. Man hat ja das auf Fernkampf machen. Kann aber besser werden. Manchmal gerade in späteren Kämpfen ein Vorteil sein kann. Das läuft immer relativ ähnlich ab. Aber dennoch war ich von dem Spiel sehr angetan, denn trotz Schlauchlevel und immer gleichen oder immer ähnlichen, ja gleich kann man nicht sagen, aber in ähnlichen Kampfszenen bietet es sehr viel Flair und Stimmung, die doch sehr aventurienlastig sind. Und hier sieht man schon im Molchenberg die Ratten haben rote Augen, das sind dämonide, verseuchte Wesen, also jeder Mensch ein Magier, das hatte auch die Elfe am Anfang gesagt und die Elfe war übrigens niemand anderes als Azarel Scharlachkraut. Eine der obersten Legatinnen von Borberat damals. DSA-Leute werden sie kennen. Eine Falle. Ich laufe auf Knochen und Untote kommen hervor. Und die kann ich jetzt nur mit meinem Wurf durchtreffen überhaupt. Aber die ersten Kämpfe sollen einem das natürlich noch ein bisschen beibringen. Man kann hier allerlei seltsamen Kram übrigens einsammeln. Am Anfang dachte ich noch, dass der vielleicht für irgendwas gut ist, zum Tränke brauen oder sowas, aber das ist mitnichten so. Den Kram kann man halt einfach auf dem Markt verkaufen. Da gibt es immer mal ein paar Heller für. Ich könnte jetzt auch schon längst etwas steigern. Ein paar Abenteuerpunkte habe ich schon. Aber ich weiß aus der Vergangenheit, das lohnt sich jetzt noch nicht. Also
Man kann hier verschiedene Ränge erreichen in den Talenten Sagen und Legenden. Was wichtig ist, um zum Beispiel irgendwelche Hintergrundinfos zu bekommen. Oder man kriegt dann mehr Rezepte. Man kann nämlich schon Tränke brauen. Pflanzenkunde, das ist auch für Rezepte wichtig, beziehungsweise um Pflanzen zu erkennen und sie mitnehmen zu können. Heilkunde, verbessert die Regeneration, die Wirkung von Heiltränken und alles andere. Sinnenschärfe, das braucht man, um Fallen zu finden, und das ist sehr nützlich. Das sollte man relativ schnell hoch haben. Genau wie beim richtigen DSA, da wird es auch ständig gewürfelt. Überreden, damit kann man Leute dazu bringen, eben auch andere Entscheidungsmöglichkeiten anzubieten, als die normalen, die immer in dem Fragefenster angeboten werden. Feilschen senkt die Preise. Schlösser knacken spricht für sich selbst. Und Grobschmied ist zum Fallen entschärfen. Denn öfter trifft man mal auf eine Falle, dahinter steht eine interessante Truhe. Ja, was macht man? Da kann man mit Grobschmied versuchen ranzukommen. So viel hier zu diesen Rängen und hier die Grundeigenschaften heben, also man kann auch die Eigenschaften steigern, die heben dann die gesamten Talentränge, die damit zusammenhängen, ein wenig an. Ne, hier Klugheit, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit, und die hier sind eben verantwortlich für Ausdauer, das ist das, was man für Kombos braucht, Lebensenergie, Basisabwehr, Initiative, das macht einen also schneller, und hier Attacke gibt einfach mehr Schaden. Dann hat man hier besondere Fähigkeiten. Man kann verschiedene Kampfmanöver kaufen. Finte, Wuchtschlag, Ausweichen und Meisterparade. Und das sind alles recht nützliche Sachen. Parade habe ich immer relativ vernachlässigt, weil ich immer sehr offensiver Kämpfer. Aber Ausweichen ist sehr nützlich, es macht einen viel schneller. Und hier diese Sonderfertigkeiten, Todesstoß, stumpfer Schlag, das ist alles, da kommen wir später dann zu. Und was das hier zu sagen hat, ja, das können wir noch nicht benutzen. Worauf wollte ich hinaus? Questbuch gibt es übrigens auch hier in dem Menü. Da kann man dann nachgucken, was man jetzt eigentlich machen soll. Hier gibt es Informationen nochmal zum Nachlesen. Hier, Molchenberg zum Beispiel, was ist das? Auf dem Molchenberg wurden vor Jahrhunderten Wahrung gegründet. Bis heute wohnen die vornehmen Bürger auf seinem Gipfel. Sein Inneres ist durchzogen von labyrinthischen Gängen voll magische Geheimnisse und teils noch älter sind als die Stadt. Daran seht ihr, da kann man... Hier sind die verschiedenen Kapitel, die das ganze Spiel dauern wird. Und ich merke gerade, mein Controller will anscheinend eine neue Batterie haben. Das ist die ideale Stelle, um diese Folge zu beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sagt mir, soll ich ein Schurke sein oder ein Held? Ja, viel Spaß dann... noch heute Abend, und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!